Powered by Unity. Jawohl, liebe Leute, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren Stunde. Luna spielt Indie-Horror-Quatsch zum Wochenende, zum Nicht-Wochenende mit Blamiere ihn. Aber Luna, das heißt doch eigentlich... Schieb ihm die Schuld zu oder irgendwie sowas in die Richtung. Egal. Wir starten einmal ins wunderbare, herrliche Spiel Blamieren oder Kassieren. Oder Blamim? Blamie? Blamie! Lecker, lecker, russische Blamie. Pelmeni. Hom nom 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 nom. Ein feines Gericht. Ich drücke F. Pray F for respect. Spiel? Kann ich was machen? Ich kann laufen? Kann ich auf die Maus? Ach so, ich muss jetzt reinklicken. Komisch. Ein Zettel vor allem. Ein Sessel, hübsche Schränke. Hier hat jemand richtig randaliert. Ihr habt meine Bude vernichtet, ihr Schweine! Und habt mir Pillen hinterlassen. Lecker. Was zum gesund werden. Nutrition Facts. Oh, hier gibt's Nutrition. Und hier sind, die Zwerge einmarschiert. Die Zwerge. Hi ho, hi ho. Wir sind verhüllt und ho. Und haben hier richtig schön Terror angerichtet. Alter Schwede, was ist denn hier passiert? Was wollen denn Zwerge in meiner Bude? Das kann ich ja wohl auch nicht leiden. Slenderman-Schrittgeräusche. Yay, geil. Oder Minecraft? Eins von beiden. Ich kann nicht sprinten, ich kann nicht springen, ich kann nur F drücken, um Respekt zu zollen. Wunderbar herrlich ist das. Nun gut. Gucken wir mal, was hier uns Blamie so alles Schönes bietet. Für lustige Sachen. Nichts. Ein Karton, der durch den Schrank glitscht. Fängt ja schon mal gut an. Oh, Alter. Und das ist er mit einer übelsten Furzmulde, Alter. Der hat hier drauf gesessen und so richtig wumms. Sein Klavier masturbiert, vor allem. Sein Klavier misshandelt. Auf diesem Sitz. Richtig schön eingesessen, ey. Und Schränke, die ich nicht aufmachen kann. Okay, okay, okay. Schränke zum Nicht-Öffnen. Und eine Tür. Hallo, Tür? Achso, ich muss... Okay. Muss nach vorne drücken. Oh, hier, Fischfutter. Katzenfutter. Tausend. Jede Menge Tausend. Und ein Radio, ein Telefon. Was ist denn heute los mit mir, Alter? Und ein Schlädel. Sah erst komisch aus auf den ersten Blick. Ich kann den Schlädel... Oh, ich habe mein Inventar mit Tab auf jeden Fall und kann den Schlädel direkt ausrüsten. Kommt der Schlädel einfach hier rein? Wow. Richtige Resident Evil-like-Rätsel hier. Richtig schön kompliziert, Alter. Find erstmal irgendwelche Sachen. Mensch, da haben sich ja was einfallen lassen. Ist das doof. Gut, grafisch ist es, ja, okay, auf dem okayen Stand. Hier hängt ein bisschen Zeug rum und sowas, ist alles ganz nett. Aber an und für sich, Karteikarten. Was ist das denn? Tinte? Hat da jemand abgetintet? Du Sau. Kannst nicht einfach in öffentlichen Hallen hier rumtinten. Also Lichtstimmung ist ganz nett. Oh, geil. Mensch, Elferide, du musst dir nimm deinen Tampon mit. Das musst du dir reinschieben. Dann blö... War das gerade ein gehäuteter Unterkörper, der da lang gelaufen ist? Ohne Oberkörper? Du hast deine Decke vergessen. Elfriede, deine Schnuffeldecke. Okay, schön, schön. Folgen wir einfach dem Unterkörper. Oh, SCP-087, bist du es? Ich hab dich doch sofort erkannt. Hier geht's nicht rein. Ja, klar. Warum auch nicht? SCP halt, ne? So, Achtung! Feuchter Boden. Deine Mutti ist schon wieder nackt über den Boden gerobbt. Euer Radiosender spielt nicht die geilste Melodie im Westen. Wir haben viel schönere Musik bei uns. Wir haben ABBA. Und die Pudis. Alt wie ein Baum möchte ich werden. Genau wie der Dichter es beschreibt. Wunderbar. Alt wie ein Baum. Die Tür geht nicht auf und ich sitze jetzt rum und finde nichts. Muss ich einen Schlüssel finden wieder oder was? Warum sind die Spinte so klein? Sind die nicht eigentlich immer größer? Oh. Spider-Schwein war hier. Spider-Schwein, Spider-Schwein. Macht was immer ein Spider-Schwein kann. Muss ich den Schlüssel von... Den habe ich nicht mehr? Okay, muss ich den Schlüssel von da oben vielleicht holen? Ich weiß es nicht. Okay. Mutti, mach den Radio. Mutti, mach den Radio aus, ey. Oh. Ich kann auf dem Klavier spielen? Nein, ich kann... Ich kann das Klavier bewegen. Oh, Alter. Hat der eine Kraft, ey. Kann ich den irgendwie... Oh, guck mal hier, richtig. Bop, bop, bop. Bop, bop, bop. Bop, 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 bop. Hallo, ich wollte doch... Nimm mal mit. Ich muss nur dagegen laufen und kann es direkt verschieben. Ich wollte den Schlüssel dahinter vielleicht finden. Ah, nee. Oh, wow, warte mal. Muss ich einfach... Oh, ja, geil. Oh, Alter.
Der Klavierkiller, Alter! Oh, Jason, mein Lehrer wäre stolz auf mich. Er hat mir so viel beigebracht, wie man mit Klavieren durch die Tür ruppt und dann richtig schön Menschen dahinter erschlägt, die dahinter wohnen. Denn wir wissen, Menschen wohnen alle hinter der Tür. Er war so stolz auf mich. Senpai, siehst du das? Vom Himmel. Du hast mich Wunderbares gelehrt. Alter, komm doch mal jetzt hier rum. Klavier. Und Wumms. Wie das noch ein Stück weiter geglitscht ist, ey. Wunderschön. Als wenn das so aussehen würde. Aber naja, ist mal eine nette Abwechslung. Was ist das denn hier eigentlich? Ist das so eine Art Schule? Feuchter Boden, Achtung, nasse Mutti rannte hier lang. Nein, ist keine Schule, ist eine Fiktion. Wir sind an einem fiktiven Ort namens Fiction. Die kann ich alle nicht aufmachen, oh Gott. Ich kann nicht springen. Mann, warum denn nicht? Ich kann hier gar nichts machen. Kann ich die Tür aufmachen? Nö, natürlich nicht. Oh, ein Büchlein. Join us. Ne. Smokey, Atze Smokey, ich will dir nicht joinen. Denn, das ist nicht so meins. Ich bin lieber im Bücherclub. Da ist nicht so viel Gefahr. Nicht euren komischen Kannibalensekten hier beitreten. Join us. Wie kam eine Ballerina von Elizabeth Grace? Elizabeth Grace. Grace Anatomy oder was? Ein Ballerina-Club, dem soll ich also joinen. Na wunderbar ist das, Herr Schmidt. Da liegt ein Zettel an der Wand. I swear I'm going to kill that bitch. Das ist schwer zu lesen. Er will auf jeden Fall irgendeine Bitch umbringen. Der Fleck scheint besonders saftig zu sein. Igitt! Diese richtig geilen alten Wassersprinkler, Wasserspender hatten wir in der Schule nicht. Hätte ich gerne. Ah, doch, stimmt. Berufsschule. Aber ganz ehrlich, da haben die immer sind die immer direkt so dran gegangen mit ihrem Mund. Als würden sie quasi aus dem Strohhalm saufen, ey. Alter, ich will nicht irgendwelche Fremdsabber in meinem Wasser haben. Sorry, ey. So einen Scheiß stehe ich nicht. Trinkt anständig draus oder lasst es bleiben. Ein Ruck. Oh, den kann ich sogar nehmen. Texturen finde ich ehrlich ganz nice. Das Mapping ist ganz nett gemacht. Da steht was. They kept coming? Kann ich nicht genau. Bah, ey. Kann ich nicht lesen, ey. Oh, ekelhaft. Kind! Wirf doch nicht mit Bällen auf mich! Ich werf zurück! Alter, ich kann ja richtig. Oh, geil, kann ich abschleudern, ey. Ich kann richtig einen abschleudern. Kinders? Hallo, heb den Ball auf. Jürgen? Einmal ein Stück zurück. Jetzt kann ich den Ball nehmen. Und richtig geil in die anderen Bälle reinschleudern. Komm, gib mir! Geil. Kann ich auf die Kisten? Ich kann hier alles rumschleudern, ey. Geil. Mal komm. Jawoll. Was kann ich? Meine Augenmappe wird. Ich. Outlast, bist du es? Ich kann mich in den Schränken verstecken. Na, das heißt ja wohl, dass ich. Aber wenn ich nicht sprinten kann, kann ich mich. Jetzt ehrlich, wie soll ich mich denn vor etwas verstecken, wenn ich nicht vorwegrennen kann? Ohne Sprintfunktion ist das scheiße. Tür. Oh, ich kann nicht so. Was war jetzt denn? Dip, 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 dip. Schön. Schön kann ich benutzen. Schön toll. Okay. Das scheint also interessant zu sein bis hierhin. Scheint es, also ich find's interessant bis hierhin. Oh, ein Kopf. Julius Caesar. Nein, Kevin Wagner, der 12. Mensch, der Kevin hat ja einen richtig hübschen Herrendutt gehabt, ey. Was ist das denn für mich ein Schleifchen da oben? Zum Aufhängen an der Wand? Oh, Moment, mir juckt das Ohr. Katzenöhrchen. Oh, Kevin, ey. Bist du ein richtiger Fairy? Richtig geil. Hier sind wieder Globulis. Und da ist eine. Warte mal, dahinter glitscht was. Seht ihr das? Da kann ich bestimmt durch mit dem Hammer oder sowas. Und Mutti war schon wieder hier. Mensch, Elfriede, du saftest aus. Left Shift to Run. Ich kann also doch sprinten. Ja, klasse. Butz, nichts drin. Weißer Boden vor allem. Weißer, feuchter Boden. Da ist gruselig. Ich kann sprinten. Ich kann ja wieder aus den Dingern saufen, wenn ich möchte. Und ich kann draußen bleiben. Ich habe einen Code theoretisch. Naja, den habe ich noch nicht. Den werde ich mir irgendwo wahrscheinlich holen müssen. DART. Drug Abuse Resistance Training to keep kids off drugs. Das sind also wahrscheinlich drogensüchtige Kinder, die uns hier verfolgen werden. Irgendwelche abgeranzten, richtig widerlichen. Oh, geile Ollen ankicken, Alter. Elfriede, schweiz die Beine, es geht los. Ich komm vorbei, jetzt wird gefistet. Hammergeil. Schade, keine Elfriede für mich. Ist das eine runtergekommene Schule, ey? Räudig. Eine Kist? Ich nehm die mal.
Ist auch nicht drin. Dann spiele ich eine Runde mit dem Ball. Ob ich den da reinsetze? Ich würde den ja gerne einfach so da reinsetzen, aber... Vor allem, was? Geräusche, wenn ich... Na gut, ich versuche einfach mal jetzt... Hopp. Na gut, schade. Oh, dann halt Pipi-Männer ankicken. Oh, was ist das denn für eine Tür? Los, Kevin Jerome, zeig mir den Pipi-Mann. Ich will ihn anfassen. Der riecht ja aber eklig nach Käse. Dann machen wir mal die Tür auf. Tür auf. Fahrstuhl funktioniert nicht. Alles klar. Hey, wer ist er denn? Big George! Ich versteck mich mal im Schrank. Ich versteck mich. Die muss ich mich an, gruselig zu werden. Einfach rennen, rennen, rennen. Immer schön im Schrank verstecken. Dudai, dudai. Immer schön im Schrank verstecken. Dudai, dudai, dai. Schnell, du rennst geradeaus. George ist hinter uns her. Der Klotz kommt. Das ist doch der Tyrant aus Resident Evil, Alter. Was? Nein! Du hast keinen anderen Schrank? Nein, 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 nein! George, bitte nicht! Er bleibt stehen? George? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Mami, Mami, schnell vorbei! Okay, verkackt. Hab ich verschissen? Hab ich die Demo verkackt? Ich wollte mich im Schrank verstecken. Aber die Tür war einfach zu. Welcher Lausbub hat denn da mir die Tür zugemacht? Was ist denn das jetzt hier? Ist das ein Glitch? Soll das so? Muss das? Gehört das zum Spiel? Ist das eine Filmsequenz? Oder ist das jetzt irgendwie so ein Fliege ich gleich durch die Wände Glitch? Ja, irgendwie... läuft er so komisch in die Wände reingefühlt, aber ich weiß nicht, was das soll. Ja, George wird mir schon irgendwo... Der glitscht einfach... Ich sag ja, der glitscht durch die Wände! Der ist da gerade durch diese... Habt ihr das gesehen? Durch die, ne? Spinte und so durchgeglitscht. Ja, jetzt einfach mal durch ein Fenster oder eine Mauer oder irgendwas. Ja, glitscht da einfach durch, George, du kannst das. Er hat mich zurück in den Aufzug gebracht. Okay. Okay. Komme ich jetzt in den Keller? Komme ich jetzt in deinen geheimen Pornokeller, wo du mich richtig schön durchschlendern wirst? Chillers Art. Oh, ist das laut. Kurz ein bisschen leiser machen. Ach, es gibt eine Preview aufs Game. Das haben wir ja gerade gesehen, Raped ohne das Vieh. Ah! Sieht ja an sich ganz spannend aus, allerdings habe ich die Befürchtung, dass es wieder so ein versteck dich im Haus vor irgendwelchen Wesen und renn weg und versuch's immer wieder, wie bei diesen anderen, aber nette Animation, über diesen anderen Spielen wird, die wir ja gespielt hatten, wie zum Beispiel, oder, ihr wisst schon, ne, Conjuring House zum Beispiel, dass es in die Richtung geht. Danke fürs Spielen der Demo. Die Demo ist eine Glimpse von dem, was du vom vollen Game erwarten kannst. Das volle Spiel wird von zwei Leuten entwickelt. Für zu zweit ist gar nicht schlecht. Und ja, kurze Entwicklungszeit gehabt. Und also Folge und packt es auf die Wunschliste, auf die Steam-Page. Und das wird uns eher helfen. Chillers Art. Alles klärchen. Mensch, Chiller. Dann sei mal nicht so ein Chiller. Und ja, oder ich soll vielleicht ein bisschen chilliger werden. Das kann auch sein. Aber war ja nett. Kann man mal machen. Mal gucken, was das volle Spiel uns bietet. Blamiere ihm! Blemi! Okay, dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Part. Ihr könnt eure Meinung zum Spiel in die Beschreibung packen. Ich packe euch die Demo auch nochmal als Link auf Steam und die Vollversion in die Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, ihr geilen Eierhälse. Auf dann, auf bald, auf Wiedersehen. Tschüssikowski, blablabla. Bla.